Es ist der 29. Juli und wir feiern heute den Namenstag von Martha mit H oder auch ohne H. Ja, was bedeutet der Name Martha? Martha ist hebräisch und steht für die Herrin oder die Gebieterin. Aktuell ist Martha 76 Jahre im Median, das heißt 50% von Marthas sind jünger als 76 und 50% der lebenden Marthas sind älter als 76 Jahre. Ja, wir feiern heute den Namenstag, das liegt an der Martha von Bethanien. Das ist eine Gestalt des Neuen Testaments, die wurde, glaube ich, bei Lukas und Johannes erwähnt. Und die soll 48 nach Christus mit ihren Geschwistern nach Frankreich vertrieben worden sein. Dort gründet sie in der Nähe von Marseille ein Kloster und führte ein asketisches Leben. Sie reiste nach Tarascon, das ist im Süden von Frankreich, an der Rhone und bezwang dort den Drachen, der lebte und die Reisen verschlungen haben soll. Da hat sie dann im Endeffekt den Einwohnern zur Steinigung vorgeführt. Sie gilt auch als Schutzheilige von Kellnerinnen und Kellnern sowie von Hausfrauen. Ja, welche berühmten Marthas kennen wir? Martha Martin, die Schauspielerin, oder Martha Stewart, die Fernsehmoderatorin. Martha Hari ist, glaube ich, eine andere Namensbedeutung. Ja, weitere Informationen zu Namen, Namenstage und so weiter, unser App Namechecker, den man im App Store bei Google Play herunterladen kann, und weitere Informationen zu Namenstagen und wie man die im Dialogmarketing einsetzen kann, das erzählen wir unter www.marancon.de/namenstag. Herzlichen Glückwunsch an Martha.